Ja, hallo Freunde, heute geht es mal wieder um die Fritz-Box. Genau gesagt, wie wir uns ein MyFritz-Konto erstellen können und in unsere Fritz-Box einrichten, ja, damit wir ja einfach aus dem Internet auf unsere Fritz-Box zugreifen können, ja. Damit können wir dann eben vom ja außerhalb unseres Heimnetzwerkes auf der, ja, auf unsere Fritzbox hier auf der Benutzeroberfläche zugreifen, um vielleicht Nachrichten, Sprachnachrichten vom Anrufbeantworter abzuhören. Wir können natürlich auch ja, auf unsere FritzNAS zugreifen, um Dateien herunter oder hochzuladen, wie auch immer. Also wir können ja, so darauf zugreifen, als wären wir in unserem Heimnetzwerk. Als erstes vielleicht werden wir uns hier auf der Fritzbox, auf unserer Fritzbox hier anmelden. Und da müssen wir ein paar Einstellungen ja, ändern, vornehmen. Und uns natürlich auch ein Konto erstellen, ein MyFritz-Konto. Das geht recht einfach und ist kostenlos. Ja, wir haben hier einmal einfach hier unter Internet und MyFritz-Konto, ja, einfach draufklicken. Und hier müssen wir dann eben diese Funktionen aktivieren, ja, einmal MyFritz für diese Fritzbox aktiv und dann hier die Internetzugriff auf die Fritzbox über HTTPS aktivieren, ja. Also das bedeutet, dass es verschlüsselt ist, die Verbindung sollte also ja relativ sicher sein. Einfach den Haken dort setzen beide und dann auf Übernehmen klicken, ja. Und nachdem wir das aktiviert haben, sieht das vielleicht bei euch beziehungsweise ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt hier schon, wie ihr seht, eine Fritz-Konto hier eine E-Mail-Adresse angegeben. Wir werden jetzt mal aber einen neuen einrichten, ja. Und zwar wird bei euch dann so aussehen, hier neues MyFritz-Konto erstellen. Hier geben wir eine E-Mail-Adresse, ja, Fritz, meinetwegen. Ja, die E-Mail-Adresse muss natürlich, ja, da müssen wir Zugriff darauf haben, weil damit wir das bestätigen können. Als Passwort nehme ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ausrufezeichen. Genau. Und jetzt einfach auf Weiter klicken. Und jetzt ja, wird unser Konto erstellt hier, ja, die Registrierung läuft. Als nächstes bekommen wir dann genau eine E-Mail-Adresse, ja, an dem eine E-Mail an die angegebene Adresse hier, um das Konto zu bestätigen. Die E-Mail ist jetzt schon da bei mir, sehe ich gerade auf dem anderen Bildschirm. Das sieht jetzt genau, da drin ist ein Link erhalten in die E-Mail und wenn wir den Link folgen, dann kommen wir auf der Seite hier, das sieht jetzt so aus, ja, und hier müssen wir uns dann eben einmal die Nutzungsbedingungen durchlesen und bestätigen hier, ja, uns damit einverstanden erklären und einfach mein Fritz-Konto aktivieren. Jetzt sind wir hier auf der Login-Seite. Hier haben wir nochmal die Bestätigung, mein Fritz-Konto wurde erstellt. Hier müssen wir uns noch ein bisschen durchklicken. Hier, dass wir keine Roboter sind. Dann brauchen wir hier die Bilder mit dem Geschäfte drauf. Genau, jetzt hier geben wir uns einfach unser Kennwort hier, was wir da vergeben haben. Und hier können wir zu Ihrer Fritzbox einfach draufklicken. Und schon, es wurde keine Fritzbox. Okay, jetzt das müssen wir hier nochmal auf Beenden drücken, klicken auf unsere Fritzbox, ja. Und wir sehen hier, das ist jetzt rot, hier der Status. Das ist noch unvollständig, das dauert vielleicht eine Minute, bis das alles komplett durch ist hier. Wir können dann nochmal auf Aktualisieren hier klicken. Jetzt wird der Status ermittelt. Und ich klicke nochmal hier auf Status aktualisieren, in der Hoffnung, dass es jetzt durch ist. Ist leider noch nicht. Nochmal. Ja, dauert eben ein paar Sekunden hier. Genau, jetzt ist es schon durch. Ja, hier sehen wir.
unter Status, dass die Fritzbox angemeldet ist hier an mein Fritz-Konto hier mit der E-Mail-Adresse hier. Ja, genau, jetzt können wir hier einfach ja, übernehmen und ach, stopp. Nee, genau, also wichtig, ganz wichtig ist, genau, das sieht jetzt hier so aus, wir können das jetzt über, ich schließe das vielleicht nochmal und öffne einen Tab hier. Die Adresse lautet dann myfritz.net, ja, die können wir über alle aus dem Internet erreichen. Dann kommen wir jetzt, Herzlichen Glückwunsch, ich Windows. habe mich jetzt leider vertippt, myfritz.net, denke ich, heißt das. Genau, dann kommen wir hier auf der Seite. Hier geben wir nochmal, können wir uns anmelden mit unserer E-Mail-Adresse. Mit Flüsse hier einmal, zack, zack, zack. Muss der passen, genau unser Passwort, was wir dort vergeben haben, und jetzt einfach zu Ihrer Fritzbox draufklicken. Dann kommen wir hier. Hier sind noch ein paar Hinweise hier. Wir werden dann direkt weitergeleitet. Hier, ich klicke noch mal drauf, und genau hier haben wir schon eine Adresse hier, die bleibt jetzt. Wir wurden jetzt direkt weitergeleitet. Jetzt kommt noch mal diese Warnung hier, die können wir aber ja, erweitert und Ausnahme hinzufügen. Ja, das ist jetzt nur ja, wegen das Zertifikat, dass es aber die Verbindung ist sicher auf jeden Fall. Die ist verschlüsselt. Wir müssen hier die Ausnahmeregel bestätigen. Und schon sind wir jetzt hier sozusagen auf der auf unserer Fritzbox, auf der Benutzeroberfläche. Das wird jetzt aber noch nicht funktionieren hier mit der Anmeldung. Wichtig ist, wir müssen uns hier auf unserer Fritzbox noch ein Benutzerkonto erstellen. Das geht einfach hier unter System und hier Fritzbox Benutzer, ja. Hier müssen wir auf jeden Fall hier einen Benutzer hinzufügen und dann, ja, hier wie gesagt nochmal ein, ich mach mal was weiß ich, Fritzbox User einfach mal ja als Beispiel, unsere E-Mail-Adresse, ja, und das Kennwort, ich nehme jetzt vielleicht Ausrufezeichen, damit das nicht gleich ist. Hier haben wir noch mal ein paar Einstellungen, hier ein paar Berechtigungen, NAS und so weiter. Ich lasse das jetzt mal weg hier, weil er mir jetzt auch nicht eingerichtet jetzt ist, und einfach mit OK bestätigen. Und das wird jetzt das Benutzerkonto hier erstellt. Ja, das ist auf jeden Fall erforderlich, damit wir auf der Fritz-Oberfläche hier, hier ist mein Benutzername mit der E-Mail-Adresse, ja, aus dem Internet zugreifen können. Fritz, tralala. Okay, und wenn wir jetzt hier dann eben unseren Passwort für den Benutzer angeben und auf Anmelden klicken, dann sind wir jetzt hier schon auf MyFritz. Hier haben wir dann eine Übersicht von den Anrufen, zum Beispiel Anrufbeantworter, die Nachrichten. Hier, wenn wir Smart Home eingerichtet haben, ja, die Geräte, die angemeldet sind, können wir sehen. Dann haben wir hier Fritz NAS, ja, hier müssen wir nochmal bestätigen hier. Und das Kennwort eben nochmal eingeben. Ich habe mich jetzt vertippt. Zack, nochmal. Acht, Ausrufezeichen. Ne, irgendwie. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ausrufezeichen. Das Kennwort passt jetzt irgendwie nicht hier. Aber wir versuchen jetzt noch einmal schnell. Genau, das war jetzt, das ist jetzt das Kennwort hier von unserer Fritzbox, von der Benutzeroberfläche, ja. Hier ist unser NAS-Server, hier die Dateien, wenn wir das hier irgendwie eingerichtet haben, dann können wir jetzt hier uploaden, downloaden. Hier gehen wir nochmal zu MyFritzbox, hier, ich wollte aber, zack. Muss man jetzt hier. Das kann man hier natürlich einmal in, das Zertifikat hier sich erstellen lassen, herunterladen und dann kommt man, bekommt man diese, muss man das nicht ständig bestätigen. Genau, hier ist dann nochmal
Ja, unsere Fritzbox-Oberfläche hier ganz normal, wie aus dem Heimnetz. Ja, wir sind jetzt aber hier übers Internet verbunden. Und ja, die Adresse hier, die bleibt, die können wir uns merken. Ja, beziehungsweise, wenn ich jetzt hier nochmal auf My Fritz-Konto gehe, dann haben wir irgendwo hier mein Fritznet hier. Okay, ich bin jetzt abgemeldet, aber okay, also die Adresse hier, die können wir uns merken, die bleibt jetzt. Wir können unter Favoriten hier abspeichern und dann jedes Mal eben darüber auf unsere Fritzbox-Oberfläche hier zugreifen und ja, alles Einstellungen ändern, wie wir wollen. Übrigens, vielleicht, das will ich euch noch mal zeigen, wenn wir das Konto wieder löschen möchten, das geht auch schneller, recht einfach. Und zwar, wenn wir uns jetzt hier einmal anmelden, dann, wie war das jetzt, Ausrufezeichen? Genau, dann haben wir hier und die Möglichkeit, ja, aus hier abmelden, Kennwort ändern und Konto löschen, ja. Das gibt auch ratzfratz eigentlich. Wir müssen jetzt hier nur noch mal bestätigen, dass wir keine Roboter sind. Hier ein paar Bilder anklicken. Ich bin jetzt irgendwie da rausgeflogen. Ich gehe noch mal rein und versuch's noch mal hier Konto löschen, einfach noch mal bestätigen hier mit Straßenschilder hier noch mal bestätigen und schon, wenn wir jetzt auf MyFritz Konto löschen klicken, wurde gelöscht und ja, weg ist er. Ja, das war's auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ihr Fragen oder Anliegen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Abo oder ein Like freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal.